Ja, es kommt leider immer seltener vor, aber mit Fischertechnik haben wir ein Unternehmen, das seit über 50 Jahren rein in Deutschland produziert. Und was die Neues mitgebracht haben, das schaue ich mir jetzt mal an. Habt ihr uns denn 2017 hier mitgebracht? Ja, uns gibt es ja seit über 50 Jahren. Wir sind Spielzeughersteller Made in Germany. Und wir haben jetzt dieses Jahr das Thema Design in den Vordergrund gestellt. Wir haben neue Designelemente entwickelt, die universell eingesetzt werden können im Fischertechniksystem. Und somit lassen sich halt ganz neue Formen, ganz neue Fahrzeuge, ganz neue Gefährte gestalten. Das ist eines der wichtigen Themen. Die Designteile, von denen Sie sprechen, das sind zum Beispiel hier diese Teile. Das sind zum Beispiel diese grauen Teile oder Sie sehen es hier in groß und die können eben ganz unterschiedlich eingesetzt werden. Hier sind sie jetzt eingesetzt als Schweller und Spoiler für Fahrzeuge. In anderen Modellen setzen wir es ein als Schwingen für Raumgleiter oder für Wasserfahrzeuge. Also unser Ziel ist es, universelle Teile zu gestalten, um die Kreativität der Kinder zu fördern. Und das Basisprodukt ist das gleiche und dann wird daran angebaut? Oder wie darf ich es wird daran angebaut. Es ist ein Baukastensystem, ein Teil passt zum anderen. Und wir haben da seit über 50 Jahren auch Kompatibilität. Das heißt, die Teile von früher passen noch heute ins System und werden immer wieder ergänzt. Und mit zunehmender Anzahl der Teile steigt auch die Attraktivität des Systems. Das heißt, meine Fischer-Baukasten von früher, den kann ich heute noch hernehmen? Der ist so aktuell wie eh und je. Das ist toll. Und unser Credo war es auch schon immer, mit den Baukästen spielerisch technisches Verständnis zu wecken, die Motorik zu fördern, die Kreativität und das dreidimensionale Denken zu fördern. Ab wann geht das los? Für welche Kinder ist das geeignet? Das fängt ab 5, 6 Jahren an und geht dann aber bis ins Erwachsenenalter, weil wir als einer der ersten Hersteller auch die Verbindung zwischen Mechanik und Computer gemacht haben. Das heißt, die komplexeren Modelle können mit dem Computer gesteuert werden, bekommen eine eigene Intelligenz. Und so vermischen wir die reale und die virtuelle Welt ganz selbstverständlich miteinander. Ja, Steuerung, habe ich gerade gehört, Sie haben da was in der Hand. Genau. Was habe ich denn da? Eine Neuheit von diesem Jahr, unsere Bluetooth-Fernsteuerung. Das heißt, die Modelle, die Sie hier sehen, sind mit einem Empfänger ausgestattet. Und ich kann dann entweder über diesen Bluetooth-Sender oder über die App auf meinem Smartphone die Modelle steuern und habe somit natürlich maximales Spielvergnügen. Ja, dann würde ich jetzt gerne mal sehen, wie das ausschaut. Dann schauen wir uns das an. Der hat auch viele Funktionen. Der hat viele Funktionen und ich kann jetzt mit dieser Fernsteuerung auch mehrere Modelle steuern. Und das Gleiche geht auch mit dem App auf dem Handy. Genau, die gleichen Funktionen habe ich auf meiner Handy-App und kann dann mit dem Smartphone das Modell steuern. Toll. Und so wie der Wagen da steht, so baue ich den dann auch zusammen oder das Kind persönlich? Genau, für den Wagen gibt es so die Bauanleitung im Baukasten, wobei in aller Regel die Kinder ihre eigenen Modelle entwickeln. Und das ist auch das Schöne an Fischertechnik, dass es wirklich ein Kreativspielzeug ist, wo man eigene Kreationen, eigene Fahrzeuge gestaltet, so wie sie einem gefallen.